Schwarz hören. Der Mann, mit dem ich jetzt in seinem Bundestagsbüro sitze, hat mir auf meine Anfrage betreffs Podcast-Gespräch geantwortet: Liebe Frau Schwarz, eigentlich spreche ich nicht so gern über den Tod, aber ich möchte Ihre Bitte nicht ausschlagen. Und also geht's los. Guten Tag, Gregor Gysi. Schön, dass wir uns treffen können. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie auch herzlich. Ja, wunderbar. Wobei, Herr Gysi, das ist gleich ein Missverständnis. Denn der Podcast Schwarz hören heißt Gespräch über Leben und Tod. Warum sind Sie so auf den Tod gegangen in Ihrer Antwort? Ja, weil ich Gespräche über das Leben schon vielfach geführt habe. Aber das erste Mal stand ja eben nicht nur das Leben da, sondern auch der Tod. Und über den Tod spreche ich relativ selten. Er kommt zwar eines Tages, das ist auch mir bekannt, aber ich glaube, man verhindert ihn nicht, indem man darüber redet. Das nicht, aber man kann sich vorbereiten, oder? Das stimmt. Das verkennen viele, vor allem junge Menschen. Es gibt ja eben auch Unfalltote und vieles andere, dass das immer eigentlich sehr sinnvoll ist, wenn man das alles ein bisschen geordnet hat. Und letztlich gibt es sehr viele Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie beerdigt sein wollen. Komischerweise ich weniger. Ich lebe in einer Familie, die sowieso nie an Grabstätten geht. Also nur bei der Beerdigung und danach nicht mehr. Und deshalb will ich sie mit so einer Grabstätte auch nicht quälen. Das heißt irgendwie Wasser oder... Ja. Wasser. Na, das sind aber, ja schon zwei. Ja, aber ich habe gesagt, nicht, dass ihr die Urne reinwerft, die muss aufgeschraubt und ausgeschüttelt werden. Und ich hoffe, dass dann ein Windstoß kommt. Dann ist mir erzählt worden, das gab es schon mal in einem Film, sodass die ganze Asche das in das Gesicht der Leute flog. Und dann sagte meine Tochter: Papa, das ist so gemein. Wenn das wirklich passiert, müssen wir lachen. Da sage ich, umso besser. Das ist schön, das freut mich, weil ja doch... Irgendwie ist es eine traurige Angelegenheit mit dem Tod, aber auf der anderen Seite, er gehört zum Leben und insofern, wir können es nicht ändern. Und wenn wir das dann sozusagen in einer Art und Weise zelebrieren, die dem Menschen entspricht, das müsste ja bei Ihnen, müsste ja eine launige Rede von Gregor Gysi zu hören sein am Grab, oder? Ich hoffe, dass man so weit nicht gehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie eine Gedenkfeier gibt, natürlich wahrscheinlich in Berlin, und dass dann im engsten Familienkreise die Urne eben im Meer ausgeschüttet wird. Und da ich gerne schwimme, passt das auch. Ostsee? Ja. Dann treffen wir uns dort wieder. Ja. Also das finde ich ganz wunderbar. Unter Wasser, da müssen wir aber beide lachen. Ich meine, wir sind heute beide in Schwarz gekleidet, als ob wir uns verabredet hätten. Das passt ja auch schon mal. Der wunderschöne Kordanzug ist blau. Dunkelblau. Ist es wahr? Aber das Oberteil ist schwarz. Ich verstehe, aber ein sehr dunkles Blau. Ja. Herr Gysi, wissen Sie, dass ich mich in Vorbereitung unseres Gesprächs jetzt an den November 89 erinnert habe? Wissen Sie noch, dass ich Ihnen zumindest im Verständnis der Zuschauer on air im Fernsehen einen Antrag gemacht habe? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war nicht so eindrücklich. War auch so gar nicht gemeint von mir, aber damals, es war die erste Live-Talkshow im DDR-Fernsehen nach der Wende, wirklich gleich Ende 89, Samstalk hieß die, da waren Sie da und unsere Ausrichtung war auf einmal, wir sprechen auch über Privates. Hm. Und da hatte ich wirklich den Auftrag, Sie zu fragen, ob Sie noch zu haben sind. Mhm. Irgendwie war damals gerade so eine Situation, ich weiß nicht ganz genau, ja. Sie wissen es besser. Ja. Und was haben waren Sie da gerade frei oder... Ich war nicht verheiratet, aber frei war ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was Sie gesagt haben. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, die Zuschauerreaktionen waren sehr gespalten. Die einen haben gesagt, oh toll, endlich wird bei uns über sowas geredet. Den Gysi als Politiker kannte man, den als Juristen, als Anwalt, den kannte man. Aber so als Person, das Persönliche ist doch zu DDR-Zeiten kaum besprochen worden. Richtig. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und insofern war das was Neues? Das ist auch interessant. Also auf der einen Seite finde ich es ja schön, wenn das Privatleben geschützt ist. Aber Persönliches muss natürlich auch mal besprochen werden. Das machen Sie ja sowieso, wenn ich da gleich mal überleiten darf. Ja. In Ihren wie vielen Büchern bisher? Weiß ich nicht mehr genau, aber eine ganze Reihe. Und da versuche ich immer zu unterscheiden. Ich werde Ihnen auch ein Beispiel nennen. Ich schreibe persönlich und nicht privat. Also Sie erfahren in meiner Autobiografie, dass ich zweimal geschieden bin, aber nicht warum. An Ihnen lag es nicht, nehme ich mal stark an. Selbstverständlich lag es an mir. Ich übernehme immer die volle Schuld. Okay. Man kann die gar nicht auf die anderen schieben. Aber wissen Sie, es stört mich überhaupt nicht zu erzählen, dass ich zweimal geschieden bin. Aber es störte mich ungemein, über die Gründe zu sprechen. Das ist dann nicht mehr persönlich, sondern privat.
Ja, dass sie was Persönliches gucken lassen, finde ich ausgesprochen sympathisch. Also ja, das macht ja einen Menschen heutzutage auch aus. Das ja, ist ja seine Persönlichkeit. Und da sie das in unnachahmlicher Weise an den Mann und an die Frau bringen können, finde ich das immer wieder toll, wenn sie das machen. Ich war neulich zur Buchpremiere oder zu einer Buchlesung, es war, glaube ich, keine Premiere oder ein Gespräch, über ihr neuestes Buch, Was Politiker nicht sagen. Und da haben sie so dann im Gespräch gesagt, so sinngemäß, ich habe jetzt mein 6. Leben. Das 7. Leben ist das Alter. Ich rufe sie an, wenn es soweit ist. Was haben sie denn damit gemeint? Also für mich beginnt das Alter dann, wenn ich im Kern aufhöre, beruflich tätig zu sein. Wann soll das denn sein, bitteschön? Wenn ich zum Beispiel ausscheide aus dem Bundestag und mich zwar noch immer politisch interessiere, aber nicht mehr als Politiker so in Erscheinung trete wie heute. Oder wenn ich den Anwaltsberuf aufgebe oder wenn ich aufhöre zu moderieren oder gar aufhöre, Bücher zu schreiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich auf eins verzichte und die anderen drei Dinge beibehalten. Dann verzichte ich vielleicht auf das nächste und behalte nur noch zwei Dinge bei. Also das meine ich so mit dem Prozess, dass man akzeptiert, dass man älter wird. Nur möchte ich gerne das Alter genießen. Also ich glaube, die Alten begehen drei Fehler. Der erste Fehler ist, als ich 60 wurde, passierte mir wirklich Folgendes. Da kam ein junger Mann und fragte, ob er meine Tasche tragen darf. Da habe ich gesagt, nun werden Sie mal nicht komisch. Ja? Das kann ich schon noch alleine. Das war ein Grottenfehler. Ich hätte sagen müssen, ja, und da steht noch ein Koffer. Das heißt, die Alten müssen lernen, die Privilegien des Alters anzunehmen und nicht, um jünger zu wirken, sie abzuweisen. Und das Zweite ist, dass die Alten zu sich selbst geizig sind. Sie gönnen sich nichts. Aber ich habe das ganze bürgerliche Gesetzbuch gelesen, nirgendwo steht, dass man verpflichtet ist, alles zu vererben. Und deshalb sage ich den Alten immer, gönnt euch was. Ihr werdet zufriedener, ihr werdet glücklicher, wenn, soweit man es sich leisten kann. Es kann natürlich sein, dass Sohn und Tochter etwas schief gucken, dann muss man denen sagen, weißt du, wenn ich mir was gönne, bin ich zufriedener. Wenn ich zufriedener bin, bin ich besser gelaunt. Wenn ich besser gelaunt bin, bin ich netter zu dir und den Enkelkindern. Das ist unwiderlegbar. So, und das Dritte ist, dass ich immer sage, liebe Alte, hört auf, den ganzen Tag über Krankheiten zu quatschen, davon wird man nicht gesund. Also 10 Minuten am Tag müssen reichen für das Gespräch über Krankheiten, mehr nicht. Und wenn man so herangeht, dann ist man vielleicht auch in der Lage, das Alter zu genießen und nimmt es in Kauf, dass das eine oder andere nicht mehr so leicht geht wie früher. Mir ging das gerade hier unten bei Ihnen im Bundestag so, da gibt es so ganz flache Sitzgelegenheiten da. Wo ich wunderbar. Sage, da komme ich runter, mal sehen, ob ich wieder hochkomme. Ja, genau, das ist die Schwierigkeit. Ja, sowas stellt man ja fest. Und was mich am meisten stört und nicht zu verhindern ist, dass so viele alte Menschen stürzen. Es sind immer die Stürze. Übrigens, meine Großmutter, väterlicherseits auch, die ist eben gestürzt. Die war eigentlich quick, lebendig und gesund, aber die ganze Treppe runtergestürzt mit allen Folgen, die das hat. Da muss man eben auch lernen, eben das Gelände anzufassen und also sich selber mehr Sicherheit zu geben und eben auch nach unten zu schauen und nicht über ein Kabel zu stolpern und so weiter. Also man muss seine eigenen abbauenden Fähigkeiten zur Kenntnis nehmen, man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, die Fähigkeiten, die man erworben hat und die man auch an die nächste Generation weitergeben kann. Ich sage immer den alten Ostdeutschen, ich verstehe gar nicht, warum die zum Teil so ein geringes Selbstbewusstsein haben, denn sie sind klüger als alle Jungostdeutschen und als alle Westdeutschen. Dann gucken sie mich an, da sage ich, na, ihr habt zwei Systeme erlebt, die anderen nur eins. Punkt. Ja. Und dann ist man klüger, weil man ganz anders vergleichen kann. Das sehe ich übrigens auch so. Also ich bin sehr froh, dass ich das kann, zwei Systeme erlebt zu haben, wenngleich natürlich so im ersten Moment ich nicht so mit wehenden Fahnen in Richtung dann der Vereinigung gegangen bin. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen damals war, wahrscheinlich auch nicht so, nur nein, wehende Fahnen. Ne? Ich habe ja beides gemacht. Ich habe ja nach der Abstimmung im Bundestag, dass wir dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten, gesagt, dass wir soeben nicht mehr und nicht weniger beschlossen haben als den Untergang der deutschen Demokratie. Weiter kam ich gar nicht, weil die CDU tobte vor Jubel. Und dann kam ich dazu, meinen Satz zu vollenden. Und das war absichtsvoll, zu sagen, nicht mehr und nicht weniger. Ich wollte denen, die Angst davor hatten, sagen, ihr müsst nicht solche Angst haben. Und denen, die sich wahnsinnig darauf freuten, sagen, ihr erwartet zu viel. Also nicht mehr und nicht weniger. Das wollte ich sagen. Hat mir übrigens die Bildzeitung geklaut, hat die zur Überschrift gemacht, nicht mehr und nicht weniger.
nichts dafür bezahlt. Ne? Ja. Urheberrecht auch verletzt. Mann, oh Mann. Das ist juristisch auch nicht durchsetzbar. Aber ich fand, das gefiel Ihnen eben, die Formulierung, ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ja? Das haben Sie dann auch mal. Übrigens bekam ich für diesen Ansatz, den Beginn dieser Rede, nochmal Beifall, als nämlich bei irgendeinem Jahrestag im Bundestag das abgespielt wurde und wieder kam mein Satz und wieder klatschte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also ich habe von der Union zweimal richtig starken Beifall bekommen. Das war immer für diesen Satz. Und das muss reichen, oder? Das muss reichen. Herr Gysi, Sie sind jetzt die 5. Wahlperiode im Bundestag. Und dann wollen Sie mir erzählen, Sie hören irgendwann auf zu arbeiten. Das stimmt doch ja nicht. 16., 17., 18., 19., 20. Ja, Sie rechnen ja nur die Linke. Ich war ja schon für die PDS. Ich entschuldige mich. I'm so sorry. Ich bitte Sie. Ja, ich bitte Sie. Ich komme auch viel mehr Legislatur. Wie viel sind es jetzt? Wissen nicht. Müsste ich zählen. Es ist ja interessant. Es zählt ja schon mit, die, als ich delegiert wurde von der Volkskammer in den Bundestag, weil die DDR hörte ja um 24 Uhr am 2. Oktober auf zu existieren. Und mit Beginn des 3. Oktober war ich Mitglied des Bundestages. Bis 24 Uhr war ich Mitglied der Volkskammer. Und deshalb zählt diese kurze Periode, die Wahlen waren dann am 2. Dezember, die ist schon meine erste Periode. Ich verstehe. Wenn auch nicht vollständig. Dann kommt die Zeit von 90 bis 94, dann von 94 bis 98, dann von 98 bis 2002, da schied ich aber im Januar 2002 aus, wurde Bürgermeister und Senator in Berlin. Für kurze Zeit. Das waren also 4 Legislaturperioden und dann stieg ich wieder ein 2005. Und da kommen jetzt die 5 ins Spiel, oder? Und das 4 und 5 macht 9. Umso mehr kann ich meine Nachfrage ansetzen und kann sagen, weil das hatten Sie vorher behauptet, dass Sie irgendwann mal aufhören werden ganz zu arbeiten. Also zumindest im Bundestag, der nervt auch. Ja? Und die Kultur hat sich verändert durch die Mitgliedschaft der AfD. Ich hatte ja immer so kleine Gesten, zum Beispiel habe ich den Männern immer die verkrunkelte Klappe aus der Jackentasche, ja, die ich immer so verkrunkelt hat, drin ist. Auch wenn ich sie nicht kannte, habe ich immer so gemacht. Die haben sich erst erschreckt, dann mussten sie lachen. Kann ich nicht mehr machen, weil es ja ein AfD-Mann sein kann und da wäre es völlig unpassend. Hm. Bei einer CSU machte mir das noch Spaß, aber so, also so, das ist jetzt gar nicht wichtig. Und die Rolle als Oppositionspolitiker bedeutet ja, dass die ja nie ein Gesetz beschließen, das ich ihnen vorschlage oder sowas. Aber man kann immer versuchen, Einfluss auf den Zeitgeist zu nehmen. Und wenn der Zeitgeist sich wirklich ändert, dann ändert sich auch die Politik. Schaffen wir das noch in absehbarer Zeit? Es hat sich ja einiges geändert. Ich war der Erste, der von einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gesprochen hat. Das waren alle dagegen. Wir haben ihn inzwischen. Immer wieder haben wir das Thema aufgemacht, die Ungerechtigkeit, die es bei der Herstellung der Einheit für viele Betroffene gab. Jetzt haben sie wenigstens in der letzten Legislaturperiode mal einen Härtefonds gebildet, auf den man in solchen Fällen für bestimmte Leute zurückgreifen kann. Das reicht aber noch lange nicht. Neu ist, und ich glaube, da habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet, dass der Widerstandsgeist im Osten zugenommen hat. Wissen Sie, man bekam ja einen Streik im Osten gar nicht hin. Und das hat sich geändert. Jetzt zum Beispiel in meinem Wahlkreis gibt es ein Siemenswerk und das andere ist in Charlottenburg, also im früheren Westberlin. Und der Unterschied ist, die bekommen das gleiche Gehalt, nur müssen die in Ostberlin jede Woche 3 Stunden länger arbeiten. Also bekommen sie natürlich nicht das gleiche Gehalt, sondern ein geringeres. Mhm. Und jetzt haben die eine Protestkundgebung gemacht und da hat die IG Metall es auch entdeckt und nun wurde die Angleichung vereinbart. Oder die Nudelherstellerin in Riesa haben festgestellt, dass ihre Kolleginnen, sind fast alles Frauen, ist ja auch ein schlecht bezahlter Beruf, ein Frauenberuf ist aber deshalb ein Frauenberuf, weil er schlecht bezahlt ist, haben festgestellt, dass ihre Kolleginnen in den alten Bundesländern beim gleichen Eigentümer viel mehr verdienen als sie und da haben die richtig Protest organisiert. Dann habe ich die Eigentümer angeschrieben und nun haben sie eine Angleichung vereinbart. Mhm. Also das heißt, es gibt auch Widerstandsgeist im Osten. Das wird auch höchste Zeit, sage ich mal. Dann gibt es natürlich auch Verschlechterungen. Also die Bundesregierung konnte ja bei der Herstellung der deutschen Einheit nicht aufhören zu siegen. Deshalb hat sie sich für die DDR nicht interessiert. Deshalb ist das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen so stark abgebaut worden.
weil sie ja Folgendes gemacht haben. Wenn ich sage, ich übernehme von dem Staat nichts, und dann kommt immer am besten der Ruf Ampelmännchen und grüne Abbiegepfeil, ja, das weiß ich, aber ich meine jetzt ernsthafte Dinge, dann sage ich doch den Leuten auch, sie haben nichts geleistet. Aber in Wirklichkeit waren wir in der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter. Wir hatten eine sehr gute Sekundärrohstofferfassung, zwar aus ökonomischen Gründen, aber es kam eben auch was Ökologisches dabei heraus. Ich sag mal, die Berufsausbildung mit Abitur, Polikliniken, also ich könnte mehrere Faktoren nennen. Und wenn man die übernommen hätte, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen, denn die hätten gesagt, na gut, vielleicht war das System falsch, aber immerhin einige Sachen haben wir so gut gemacht, dass die jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in 6 Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. In 6 Punkten? Das hat, oder 8, ist mir jetzt egal, verstehen Sie? Mm-hmm. Und das ist ihnen wirklich nicht gegönnt worden. Und das hat Konsequenzen bis heute. Und dann sage ich immer auch im Osten, seht mal, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, nur in Passau, dann würde ich denken, ja, der Osten ist dazugekommen, wunderbar, es ist teuer. Dann nörgeln sie rum und wählen komisch. Das wäre so meine Einschätzung. Wenn man aber eine Vereinigung gehabt hätte und ich sagen müsste, oh, wir sind aber in der Gleichstellung weitergekommen, da weitergekommen, da weitergekommen, hätte man dazu einen anderen Bezug. Und genauso war es im Verhältnis des Westens zu Russland, wo alles falsch gemacht wurde, was man so falsch machen kann, auch im Verhältnis zur Ukraine. Aber kein einziger Fehler rechtfertigt den Völkerrecht für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Also beides, sage ich immer. Und deshalb verurteile ich den auch scharf. Aber ich weiß auch, was der Westen alles falsch gemacht hat. Die Sicherheitsinteressen Russlands haben sie nie interessiert. Die der USA haben sie immer interessiert, etc. Also das heißt, das Wirken in der Politik macht auch, wenn man in der Opposition ist, durchaus Sinn oder kann Sinn machen, wenn man merkt, dass man doch Spuren hinterlässt, gerade beim Zeitgeist. Mhm. Und das versuche ich immer. Aber ich will doch das Alter genießen, verstehen Sie? Mhm. Deshalb muss ich irgendwann auch mal damit beginnen. Sie waren gerade in der Ukraine, da konnte man einiges hören und lesen. Der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte war der Zweite Weltkrieg mit den meisten Toten. Kein anderer Krieg hat das jemals so verursacht wie der Zweite Weltkrieg. Der ging von Deutschland aus. Und deshalb haben wir nicht das Recht, Kriegen zu verdienen. Und wir sind einer der größten Waffenexporteure. Ich glaube im Augenblick auf Platz 5 oder 6, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Und das heißt, wir verdienen am Krieg in Mali, am Krieg im Jemen, am Krieg in Syrien. Und deshalb sage ich, nee, Deutschland darf eigentlich überhaupt keine Waffen exportieren und an keinem Krieg verdienen. Aber andere Länder haben eine andere Geschichte. Die können sich auch anders verhalten. Dieser Zweite Weltkrieg ging nicht von Frankreich aus, nicht von Großbritannien etc. Also die können da auch anders handeln. Aber wir müssen immer auch die Verantwortung, mit Schuld hat das heute nichts mehr zu tun, aber die Verantwortung für unsere Geschichte sehen. Mhm. Deshalb bin ich dagegen, dass wir Waffen exportieren. Und ich habe eben bewiesen, wie man humanistische Hilfe organisiert kann oder humanitäre Hilfe organisieren kann. Ich meine, wir haben Gelder hinterlassen, bei vielen Hilfsvereinigungen, zum Beispiel bei den Köchen der Ukraine, die eigentlich Köche ausbilden, aber jetzt beschäftigen sie sich damit, die Flüchtlinge zu ernähren. Alles natürlich gebührenfrei, die müssen ja nichts dafür bezahlen. Die, die sich noch anstellen können, stellen sich an. Die sich nicht anstellen können, da fahren sie hin und versorgen sie, auch Kindergärten und Schulen versorgen sie. Und denen haben wir natürlich eine Geldspende gegeben. Wir hatten insgesamt immerhin 26.000 Euro mit. Das ist dort für Vereinigungen eine ganze Menge Geld. Dann haben wir wieder eine Geldspende gemacht bei einem Krankenhaus, weil die einen zweiten Operationssaal benötigen. Mhm. Und auch andere Einrichtungen haben wir unterstützt. Neben mir reiste ja noch der Sozialmediziner Professor Dr. Gerhard Trabert. Und der hatte auch wichtige medizinische Geräte mit. Und dann haben wir ja alle gefragt, was sie dringend benötigen. Und jetzt organisieren wir, dass sie das auch bekommen. Das Problem ist nämlich, dass wenn du das so zentral machst, dann schickst du irgendwo Mullbinden hin, aber die brauchen sie gar nicht, die brauchen was anderes. Hm. Wir wissen jetzt genau, was sie brauchen. Und die anderen sollen ja bitteschön nur über Waffen diskutieren. Ich versuche, in ganz anderem Umfang humanitäre Hilfe zu organisieren. Und außerdem haben Sie gesagt, irgendwann müssen Sie mal anfangen mit dem weniger etwas tun. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was machen Sie denn dann, wenn Sie weniger machen? Lesen, Musik hören. Aber weniger heißt ja nicht, dass ich nicht ausgelastet bin. Also mir erzählen Rentnerinnen und Rentner immer, dass sie gar keine Zeit haben. Man macht dann ehrenamtlich Sachen und so weiter. Also so verschiedenste Dinge. Aber wissen Sie, ich bin ja, selbst wenn ich jetzt aus dem Bundestag irgendwann ausscheide, bin ich ja immer noch Rechtsanwalt.
Ich bin immer noch Moderator. Ich habe ja meine Veranstaltung in Berlin, in der Distel und auch im Deutschen Theater. Und ich bin ja auch Autor. Also das von Büchern wird ja auch nicht aufhören. Dann hat man wieder Lesereisen dazu. Ja. Rund um die Uhr wäre ich auch dann beschäftigt, wenn ich nicht im Bundestag bin. Nun bin ich aber im Bundestag, bin im Auswärtigen Ausschuss. Das heißt, der tagt immer in den Sitzungswochen mittwochs von früh bis mittags. Dann muss ich dazu Reden halten und vorbereiten, abstimmen, an den Fraktionsversammlungen teilnehmen. Ja, der Wahnsinn. Das langt. Der Wahnsinn. Die Süddeutsche Zeitung hat jüngst Sie bezeichnet als politischer Entertainer. Das ist eine ganz gute Bezeichnung, oder? Ja, es gab mehrere gute Bezeichnungen. Zum Beispiel, Heribert Prandtl hat mal geschrieben, der am meisten und am erfolglosesten verfolgte deutsche Politiker heißt Gregor Gysi. Das fand ich auch witzig. Und dann, muss ich Ihnen erzählen, ist viele Jahre her, da hatte mich der Hofer, der mich irgendwie mochte, in seinen Talk and Tom bei Sat.1 eingeladen. Er lud mich da ganz oft ein. Und einmal saßen sich gegenüber der Chefredakteur des Spiegel und der Herausgeber des Fokus. Der Fokus war noch neu. Und dann sagte der Marquardt, ja, wir sind viel moderner, kürzer, straffer und so weiter. Und der Chefredakteur des Spiegel sagte, ja, wir sind viel gründlicher, wir recherchieren tiefer. Ich wusste gar nicht eigentlich, was ich da soll. Und plötzlich sagte der Hofer zu mir, na, Gysi, was sagen Sie denn zu alledem? Da sage ich, ich finde, Herr Marquardt hat recht, also der Fokus ist wirklich moderner. Zumindest, wenn man unter modern oberflächlich versteht. Und das Problem war, was ich aber nicht wusste, dass die Kamera auf ihn zeigte. Und nach meinem ersten Satz nickte er und dann kam der zweite Satz und dann schreckte er auf. Und da schrieb die Welt am nächsten Tag den nettesten Satz, den sie je über mich geschrieben hat. Und zwar schrieben sie, Herr Marquardt, bei Gysi nie zu früh nicken, immer noch den Nachsatz abwarten. Wissen Sie, das ist so eine Art, ich glaube, das habe ich von meinem Vater, der hatte sowas auch drauf. Also war es irgendwie in die Wiege gelegt, kann man das sagen, so diese Rhetorischen? So ein bisschen. Aber vor allen Dingen als Kind, mein Vater war ein glänzender Rhetoriker, wenn ich was sagen wollte, musste mir schon was einfallen. Ja? Dann auch als Rechtsanwalt in der DDR bin ich natürlich im Reden geschult worden, das alles hat Folgen. Also, ich höre Ihnen unheimlich gerne zu und ja, Sie gucken auf die Uhr, das ist so im Leben eines in der 9. Legislatur im Bundestag sitzenden Menschen und da wir nun gerade hier auch sitzen, ich werde Sie auch nicht über Gebühr länger noch jetzt hier in Anspruch nehmen. Was ich aber noch wissen muss, wird dann auch mehr Zeit sein als Mitglied des ersten FC Union? Ja klar, da bin ich jetzt beim Abschlussspiel. Das mache ich auch gerne. Ich liebe den ersten FC Union, wissen Sie, ich will auch mal erklären, warum. Der war schon in der DDR anders als die anderen Vereine. Also es fing damit an, dass es eigentlich verboten war, dass Vorbestrafte in der Oberliga spielen. Das war die höchste Klasse in der DDR. Das galt nur nicht für den ersten FC Union. Da spielte auch ein Vorbestrafter. Immer wenn die in Berlin spielten, hatte ich danach 2-3 neue Mandanten in Rummelsburg in der Untersuchungshaft. Da musste ich mich immer engagieren. In den 20 Jahren, die ich Anwalt in der DDR war, hatte ich ein einziges Mal einen Fan vom BFC Dynamo in der Untersuchungshaft. Also vom ersten FC Union konnte ich als Anwalt leben, von Dynamo nicht. Und damit bin ich so verbunden, schon innerlich. Und sehen Sie mal, wie die das Stadion hergerichtet haben, die Fans, wie viel Aufbauarbeit sie geleistet haben. Alles fantastisch. Und da hatte ich noch ein schönes Erlebnis. Ich war noch Präsident der Europäischen Partei der Linken und wir tagten immer abwechselnd in Brüssel oder, weil ich eben der Vorsitzende war, in Berlin. Und dann schlug ich ihnen vor und sagte, wir könnten doch auch mal in München tagen. Und das fanden sie eine gute Idee. Und was sie nicht wussten, aber ich, war, dass der erste FC Union gegen Bayern München spielte an dem Wochenende. Und so hatte ich die Chance, dahin zu gehen. Das war natürlich ein kleiner Trick von mir. Und leider hat Union verloren, also Bayern München hat 2-1 gewonnen, aber wir hatten 2 Elfmeter. Wenn der zweite Elfmeter auch umgesetzt worden wäre, hätte es auch 2-2 stehen können. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen. Beim letzten Spiel haben sie leider haushoch verloren, aber damals war das ein bisschen anders. Und da habe ich 2 Erlebnisse gehabt. Das eine Erlebnis war, dass du dachtest, du bist in einer alten Försterei, so viel lauter waren die Fans vom ersten FC Union, obwohl sie ja viel weniger waren im Vergleich zu den Fans vom FC Bayern München. Und das zweite war, dass die Fans sich gut verstanden haben. Null Aggressivität, die haben die Schals getauscht, haben nämlich zufällig die gleichen Farben. Musst du genau hingucken, ob da Bayern München draufsteht oder FC Union. Und das hat mir auch gefallen. Also null Aggressivität, wie man das leider ja häufig erlebt. Und ich versuche immer rauszukriegen, warum das dort geht
und wiederum bei den Fans mit anderen Vereinen eben leider nicht gilt. Naja, jetzt stehen sie ja glänzend da, ne? Der erste FC Union. Also Wahnsinn. Jetzt letztes Spiel, ich hoffe, dass sie den Platz 6 behalten, dann spielen wir in der Europa League. Ich meine, wissen Sie, als wir aufgestiegen sind von der zweiten Bundesliga in die erste, da haben alle gedacht, dann fliegen wir wieder raus, sind wir nicht. Und dann ist mir gesagt worden, manchmal hält man sich eine Spielperiode, aber in der nächsten fliegt man dann raus. Sind wir auch nicht rausgeflogen, ganz im Gegenteil. Und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz auf Sie. Es ist natürlich so, du ärgerst dich auch immer, wenn du so ein Spiel siehst. Ja. Verfolgen Sie die alle? Schaffen Nein, Sie das? Das schaffe ich nicht. Das schaffen Sie nicht, Das schaffe ich nicht. Aber wenn ich da bin, dann verfolge ich das natürlich und auch mit Interesse. Und ich bin, wie die meisten deutschen Männer, ich bin natürlich immer der Fußballtrainer, zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, obwohl ich natürlich von Tuten und Blasen in Wirklichkeit keine Ahnung habe. Aber das kenne ich ja, wir haben jetzt auch dank der Pandemie etwa 80 Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland, das kenne ich ja auch. Und da muss man immer noch die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu sagen, dass du ja in Wirklichkeit doch keine Ahnung hast. Schwarz hören.